Ja, wurde ja schon aus meinem Tweet zitiert von vergangener Woche oder von dieser Woche. Und ich gebe tatsächlich zu, dass es nach der nicht enden wollenden Serie von Skandalen bei Facebook und Co. schwierig ist oder schwerfällt, manchmal das Gute von sozialen Netzwerken für unsere Demokratie zu betonen. Cambridge Analytica, die Löschung vom Napalm-Girl-Fotos wegen verbotener Nacktheit oder die Anfälligkeit des Facebook-Algorithmus für Falschnachrichten, all das weckt bei Ihnen, sicherlich allen, die sich im Medienbereich bewegen, direkte Erinnerungen. Die Fälle sind Belege dafür, dass soziale Netzwerke in Europa, allen voran Facebook, Twitter und YouTube, vernünftig reguliert werden müssen. Sie sind allerdings mehr als Privatunternehmen. Sie unterliegen auch, Pressefreiheit ist nämlich ein Menschenrecht, einer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht. Dass Facebook gerade vergangene Woche in einem offiziellen Bericht des britischen Parlaments als Digital Gangster bezeichnet wurde, zeigt eindrücklich, wie ramponiert das Image von Facebook mittlerweile ist. Doch zur Erinnerung, vor nicht einmal 10 Jahren bezeichneten wir Aufstände in der arabischen Welt noch als Facebook-Revolution. Mit dem Netzwerk verbanden wir damals Hoffnungen auf eine Welle der Demokratisierung. Heute schreiben hingegen manche Menschen das Potenzial zu für Facebook, das Potenzial zu unserer Demokratie zu zerstören. So naiv ich vielleicht manche Hoffnungen damals schon fand oder wie sie vielleicht auch deswegen manchen heute erscheinen, so gefährlich ist für mich gleichzeitig heute der aktuelle Trend. Wir brauchen eine Regulierung, natürlich, aber keinen Aktionismus. Was gut gemeint sein mag, entpuppt sich leider, wenn man mal genauer hinschaut, allzu oft als häufig wirkungslos und als eine langfristige Gefahr für die Pressefreiheit. Die Vision von mir ist die einer globalen Regulierung für soziale Netzwerke, indem wir das bestehende Völkerrecht, ja die Menschenrechte, selbst als Ausgangspunkt aller Überlegungen heranziehen, um dem Treiben der Digitalkonzerne Einhalt zu gebieten und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, den Autokraten dieser Welt die Chance zu rauben, ihre Zensur mit nationalen Gesetzen auch auf die digitale Sphäre übertragen zu wollen. Und dies gelingt, wenn wir Regulierung als Bewahrung von Freiheit begreifen, nicht aber als ihre notwendige Einschränkung. Und hierzu habe ich 5 Punkte formuliert, die ich kurz ausführen möchte. Der erste Punkt ist: Soziale Netzwerke sind weiterhin ein Hafen für die Freiheit für Medien, ein Hafen der Freiheit für Medien. In der Arbeit von Reporter ohne Grenzen, die international ist und ganz viel natürlich auch in autoritären Ländern stattfindet, erleben wir täglich, wie unverzichtbar Facebook und auch andere soziale Netzwerke heute sind. Wir haben zum Beispiel ein Stipendienprogramm bei uns für digital verfolgte Journalistinnen und Journalisten, wo wir Kolleginnen und Kollegen in digitaler Sicherheit schulen. Gerade diese Kollegen aus Kambodscha, Pakistan, Syrien, Simbabwe, Ägypten, für sie alle ist Facebook der einzige Kanal in ihren Ländern, um mit kritischen Beiträgen eine relevante Öffentlichkeit zu erreichen, eine relevante Masse zu erreichen. Im vergangenen Durchgang war ein Kollege des ägyptischen Mediums Mada Masa bei uns. Sein Portal könnte gar nicht existieren, wenn es Facebook nicht gäbe. Denn die Mada Masa-Webseite werden, so wie viele andere Webseiten, auch die Seite von Reporter ohne Grenzen im Übrigen, komplett geblockt. Das heißt, der Zugang wäre nicht möglich. Facebook wird aber nicht geblockt. Solche Beispiele könnte ich Ihnen Dutzende aufzählen. Aber so weit müssen wir, glaube ich, gar nicht blicken. Denken Sie an Ungarn, Polen, in denen viele Medien zunehmend unkritisch werden müssen. Auch hier sind es nur mutige Einzelpersonen, Blogger oder manchmal auch kleinere Medien, die im Social Web Reichweite gewinnen. Ein auch hier bekannter gewordenes Beispiel sind zum Beispiel auch die mutigen Videoblogger von Raqqa is Being Slaughtered Silently, die über YouTube und unter ganz hohem persönlichen Risiko die Propaganda des Islamischen Staates in Syrien zur Zeit des Islamischen Staates entlarvt haben. Aber auch Deutschland, da können wir noch ganz nahe gehen. Auch die hyperlokalen Blogs. Bei mir zu Hause im Berliner Wedding gibt es einen Weddingweiser, der einen Distributionskanal gefunden hat und für eine große Masse Wissen zugänglich macht: Journalismus. Mein Appell: Wir dürfen das nicht als gegeben ansehen. Wer in diesen Freiheitsräumen regulieren will, darf eine Einschränkung des unabhängigen Journalismus nicht als nötigen Kollateralschaden akzeptieren. Und dies gelingt nur dann, wenn wir Regulierung von der Bewahrung der Freiheit her denken. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt: Staatlich verordneter Löschdruck führt nicht zu mehr,
sondern zu weniger Transparenz. Was passiert, wenn wir Regulierung von der Bekämpfung des Übels her denken, wie es im Moment passiert, haben wir hier in Deutschland bei dem sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz gesehen. Dieses sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat Deutschland, mit diesem Gesetz hat Deutschland als erstes demokratisches Land der Welt ein speziell auf soziale Netzwerke zugeschnittenes Gesetz erlassen, um Hate Speech zu bekämpfen. Das Ziel: weniger Hass in den sozialen Netzwerken und mehr Transparenz über die Löschvorgänge. Heute wissen wir, beides ist nicht eingetreten. Weil viel der sogenannten Hassrede eben doch nicht illegal ist, bleibt es trotz des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes bestehen. Oder finden Sie, dass sich der Ton in den vergangenen 14 Monaten im Netz verbessert hat? Und weil sich die Plattformen unwohl in der Rolle des Richters über die Presse- und Meinungsfreiheit fühlen, haben sie ihr eigenes Recht gestärkt, ihre sogenannten Community Standards. Es sind ihre Regeln, sie selbst wenden sie an, sie selbst definieren und sie selbst überprüfen sich selber, ob sie das gut machen oder nicht. Hier räumen sie sich großzügige Möglichkeiten ein, auch Inhalte zu löschen, die nicht strafbar sind. Damit kommen Sie erst gar nicht in die Gefahr, gegen dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz verstoßen zu können. So werden Strafen in dem Gesetz umgangen und der staatliche Löschdruck führt am Ende dazu, dass auch legale Inhalte gelöscht werden können. Und dieses Gesetz macht leider Schule und ist ein deutscher Exportschlager. Iran und China haben Deutschland im UNO-Menschenrechtsrat zu diesem Gesetz beglückwünscht. In Russland, Philippinen und auf den Philippinen stehen dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz vergleichbare Gesetze vor der Verabschiedung. Und das sind nur einige Beispiele aus autoritären Ländern. Neben einigen europäischen Ländern verfolgt auch die EU-Kommission diverse Vorhaben in eine ähnliche Richtung, die man mit einer Überschrift überschreiben könnte: Hauptsache mehr löschen. All den Ideen ist gemein, dass die Plattformen mehr Verantwortung erhalten sollen. Genau die Plattformen also, die wir an anderer Stelle als demokratiegefährdend einschätzen. Da ist doch irgendein Widerspruch. Wir von Reporter ohne Grenzen werben deswegen sehr stark auch für Widerspruchsrechte von Nutzerinnen und Nutzern gegen Löschungen der Plattform auf Basis ihrer Community Standards. Und in unabhängigen Schiedsstellen könnten Streitfälle diskutiert werden, ohne gleich vor Gericht zu ziehen zu müssen. Das wäre, denke ich, ein ganz wichtiges Korrektiv zum Löschdruck. Und das führt mich zum dritten Punkt. Künstliche Intelligenz, das Buzzword dieser Tage, ist nicht intelligent genug für die Content-Moderation. Unweigerliche Folge des Löschdrucks ist bei Millionen von Entscheidungen, dass soziale Netzwerke den Prozess, so gut es geht, automatisieren. Wäre ich Mark Zuckerberg, würde ich das wahrscheinlich genauso machen, als Chef eines ökonomisch betriebswirtschaftlich agierenden Konzerns. Je weniger menschliche Entscheidungen, desto mehr Profit. Die Hoffnung ist, dass künstliche Intelligenz irgendwann so gut sein wird, dass sie mit den Massen an Hass und Hetze in Sekundenschnelle fertig wird. Genau diese Überzeugung steht ja auch dahinter, wenn die EU gerade einen Paradigmenwechsel vornimmt und für Urheberrecht und Terrorismusbekämpfung die sogenannten Upload-Filter einführen möchte. Im November haben wir bei Report ohne Grenzen recherchiert, was das bedingungslose Vertrauen in künstliche Intelligenz bereits heute für Journalistinnen und Journalisten bedeuten kann. Der in Deutschland lebende vietnamesische Journalist und Blogger Trung Khoa La, entschuldigen Sie, mein Vietnamesisch ist etwas eingerostet, wurde nach der Ankündigung zu einem kritischen Live-Video plötzlich von Facebook gesperrt. Über eine Woche war sein Account blockiert, das Video ist nie erschienen. Und erst mit unserer Unterstützung bekam er wieder Zugriff zu seinem Facebook-Konto. Allerdings, die Berichterstattung ist nicht erfolgt. Unsere Recherchen haben ergeben, dass jemand in der Lage war, die künstliche Intelligenz von Facebook so zu manipulieren, dass diese dachte, Lee sei ein Fake-Profil. Widerspruchsrechte sind bei solch vollautomatisierten Reinigungsaktionen nicht vorgesehen. Es braucht also nicht nur Druck auf die Konzerne, sondern vor allem auch eine Kontrolle ihrer Praktiken. Und das gilt gerade auch für vollautomatisierte Löschsysteme. Meinungs- und Pressefreiheit lässt sich nicht automatisieren. Das führt mich zum vierten Punkt. Löschen von Fake News ist kontraproduktiv. Noch einmal dramatischer für die Medienfreiheit wird der Löschdruck, wenn wir uns dem Thema der Falschnachrichten nähern. Natürlich, es gibt an vielen Ecken des Internets manche Nachrichten und manche Fake News, die so absurd ist, dass auch ich sie als Fake bezeichnen würde. Aber Fake News, Falschnachrichten und Strafbarkeit sind meistens leider zwei verschiedene Dinge. Wir sollten sehr vorsichtig sein, von Regierungen geschriebene Löschgesetze gegen Falschnachrichten zu akzeptieren. Ich hätte mir vor 2 Jahren nicht vorstellen können, dass in Frankreich ein Gesetz erlassen wird, das
ein Zitat aus dem Gesetzestext, nicht plausible Nachrichten, Gesetzestext in Wahlkampfzeiten unter Strafe stellt. Genau das haben wir aber heute. Ist es nicht eigentlich genau die Aufgabe des Journalismus, auch mal Dinge zu diskutieren, die heute nicht plausibel erscheinen? Ein Löschen von Falschnachrichten, von Fake News ist, das zeigt uns die Forschung, immer wieder kontraproduktiv, so paradox das vielleicht klingen mag. Diejenigen, die glauben wollen, dass es den Klimawandel nicht gibt und den klassischen Medien misstrauen, die gewinnen wir sicherlich nicht zurück, indem wir Nachrichten löschen und stattdessen Nachrichten der klassischen Medien anzeigen. Aber wir geben mit Anti-Fake-News-Gesetzen Regierungen ein mächtiges Werkzeug in die Hand, das sich im Handumdrehen zur Zensur missbrauchen lässt, ohne dass ich sagen möchte, dass wir hier in Deutschland eine Zensur erleben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Aber wir müssen den Blick über den Tellerrand wagen und sehen, dass wir nicht in einer nationalen Welt leben. Und genau das ist in vielen Ländern passiert. Und das bringt mich zum fünften und letzten Punkt. Nicht Regierungen oder Plattformen, sondern Medien selbst müssen für ihre Freiheitsrechte eintreten. Was aber heißt es denn, bei Hate Speech und Falschnachrichten, Fake News, eine Regulierung von der Freiheit her zu denken und nicht vom Übel her zu denken? Eine Möglichkeit könnte sein, Whitelisting statt Blacklisting, nicht das Schlechte zerstören wollen, sondern das Gute zu stärken. Bei Report ohne Grenzen haben wir zum Beispiel, es gibt auch ähnliche Initiativen, eine Journalism Trust Initiative gestartet. Die Idee, Medien setzen sich selbst Standards für vertrauenswürdigen Journalismus, versuchen diese Standards für die Algorithmen der Plattformen lesbar zu machen und bieten damit eine Art Orientierung für Plattformen und das Publikum, was sie priorisieren können. So etwas könnte dann eine Option sein für Nutzerinnen und Nutzer einer Plattform, das zu erkennen, was sie rezipieren wollen. Weder Plattformen müssen entscheiden, was guter Journalismus ist, noch müssen es Regierungen oder sonstige medienfremde Akteure. Inwiefern solche Initiativen den politischen Regulierungszug stoppen können, weiß ich nicht. Aber ich bin fest überzeugt, die Vision einer freiheitsorientierten Regulierung kann nur dann Wirklichkeit werden, wenn diejenigen, die darauf angewiesen sind, stärker als heute aktiv mitarbeiten und selbst Lösungen anbieten. Und das sind Journalistinnen und Journalisten und das ist die Medienbranche. Danke. Ich soll auch noch, wenn es Fragen gibt, Fragen beantworten. Ich habe mal eine Frage zu Ihrem Thema. Wieso sprechen Sie von sozialen Medien? Die sind nicht sozial, sie sind digital. Unter sozial verstehe ich was anderes. Und die Übersetzung aus dem amerikanischen Social Media, das heißt im Prinzip gesellschaftliche Medien. Wir sollten uns abgewöhnen, von sozialen Medien zu sprechen. Sozial ist etwas Positives. Diese Medien sind nur bedingt positiv. Sie sind digitale Medien. Das sehe ich ganz anders und das habe ich versucht, dir vielleicht zu erklären. Also ich finde, wenn wir diese Medien als Plattformen verstehen, die freiheitsstiftend sind, dann erfüllen sie eine gesellschaftliche Funktion, eine soziale Funktion. Sie sind nicht Medium, sie sind auch nicht Plattform, sie sind etwas ganz Neues. Ich will jetzt nicht in theoretische Debatten einsteigen von Informationsintermediären, aber ich finde, sie erfüllen eine gesellschaftliche Funktion und in dem Sinne sozial. Ja, sie sind auch sozial in dem Sinn, weil sie sozialen Zusammenhalt im Idealfall ermöglichen können. 2 Minuten hätte ich noch, wenn es kurze Fragen gibt, dann beantworte ich die auch kurz. Könnte es vielleicht funktionieren, dass staatliche Regulierung gar nicht selber die Regeln formuliert, sondern nur die Bedürfnisse, die demokratisch-gesellschaftlichen Bedürfnisse an diese Medien spielt und sagt, löst sie? Ist das verständlich, was ich meine? Also, nee. Also nicht der Staat kommt und sagt, so und so müsst ihr das Problem lösen, sondern das Problem haben wir als Gesellschaft mit eurem Medium, gebt uns eine Lösung dafür. Naja, im Prinzip ist das, glaube ich, die Idee von Selbstregulierung und da würde ich immer für plädieren. Und das ist so die Grundidee, die wir auch als Reporter ohne Grenzen zumindest, genauso wie viele andere auch verfolgen. Eine Selbstregulierung wäre das so analog, ohne dass man den Presserat übertragen kann, glaube ich, auf Social Media. Das ist so analog, Digitalvergleiche hinken meistens. Insofern ziehe ich den Vergleich vielleicht gleich wieder zurück. Aber ich glaube, zumindest in eine Richtung sozusagen Selbstregulierung geht auf jeden Fall dahin, dass Bedürfnisse sozusagen aus der Gesellschaft kommen. Die Freiwilligkeit müsste man vielleicht rausnehmen aus der Sache.
Ja, es muss insofern, Regulierung hat ja eine gewisse Verbindlichkeit, es findet Regulierung statt und es muss halt eine Mischung sein. Und ich glaube, wir brauchen etwas ganz Neues. Ja, vielen Dank für die Kritik an der übermäßigen Löschwut. Was mich aber doch wunderbar fragen würde, wenn diese sozialen Medien so eine wahnsinnig wichtige Rolle für den öffentlichen Diskurs haben, ist es eigentlich gut, dass die unter dem Primat des ökonomischen Gewinns die ganzen Strukturen dort organisieren? Es geht ja nicht nur um das Löschen, es geht auch um die Frage, werden besonders emotionale Nachrichten, falsche Nachrichten besonders stark gepusht vom Netzwerk? Also ich denke, da muss man, und das ist eine ausführliche Diskussion, und die können wir gerne auch nochmal privat weiterführen gleich, ich glaube, ja und nein. Es gibt auch für Textillieferketten menschenrechtliche Sorgfaltspflichten. Das heißt, Unternehmen unterwerfen sich einer gewissen Verantwortung. Und ich glaube, das muss auch bei Plattformen wie Facebook sein. Facebook ist ein privates Unternehmen, genauso wie YouTube und Twitter ein privates Unternehmen ist, aber die eine öffentliche Funktion erfüllen. Das heißt, wir müssten, glaube ich, zum Beispiel reden über zumindest eine teilweise verpflichtende Transparenz von Algorithmen. Wir müssten sogar, wenn wir diese Plattform als Öffentlichkeit begreifen, juristisch so weit gehen, dass es ein Recht auf ein Social-Media-Zugang geben müsste, das ist dann wird es, glaube ich, politisch und juristisch interessant. Aber das ist jetzt keine Zeit mehr, diese Debatte zu führen, weil jetzt der nächste Kollege wartet mit seinen Visionen, die aber, glaube ich, daran anknüpfen.